Hallo und Savadikap. Ein ganz kurzes News-Update, was also heute rauskam. Der neue Thai-Pass wird erst ab den 1.11. um 9 Uhr verfügbar sein. Also diese Webseite wird am 1.11. ab 9 Uhr verfügbar sein, vorher nicht. So, dann die Bearbeitungszeit wird also 3-4 Tage dauern, so um den Dreh. So, und bis dahin kann man also oder soll man das COE benutzen. Ja, wie gedacht, es kommt alles auf die letzte Minute. Es war mir schon klar, dass es also nicht 4 Tage vorher gehen wird. Es wird ein bisschen länger dauern. Ich habe heute mal nachgeschaut nach Hotels für in Bangkok. Tja, ich habe also noch keine entsprechenden Hotels in Bangkok gefunden, die man also buchen kann für den neuen Thai-Pass. Ja, und vorm 1.11. geht alles noch nach wie vor. Bangkok ASQ, Bangkok oder Koh Samui Sandbox. Ja, das war es jetzt also nur ganz kurz. Ich will euch das unten runter hochladen. Das Formular ist in Thai und in Englisch. Ich wollte jetzt noch in Deutsch, habe ich es übersetzt, aber ich kriege jetzt irgendwie nicht auf PDF umgeformt. Versuche jetzt noch mal kurz, ob ich das noch schnell als PDF gespeichert kriege, die Übersetzung in Deutsch. Dann habt ihr das auch in Deutsch. Ja, alle, die jetzt gedacht haben, vorher noch schnell jetzt den Thai-Pass abschließen, ja, die sind jetzt auf November verschoben. So, das war's. Der Dieter, sobald wieder neue Informationen kommen, bin ich da. Tschüss!